Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ark Survival Ascended of Scorched Earth. Schön, dass ihr da seid. Ich habe jetzt, seitdem wir das letzte Mal hier so ein bisschen Plan gefasst haben tatsächlich, ich habe einen richtigen dicken Motivationsschub bekommen. Also eigentlich, scheiß auf den alten Spielstand, wir haben jetzt Spaß. Einfach, sagen wir mal, wir haben gut gelernt jetzt dadurch, dass das... Also ich mit dem Spielstand, ich komme jetzt auf Scorched Earth etwas besser zurecht. Oh, ich werde hier aber alle auf 2000 Life hochpushen. Das ist mir ein Punkt, der vielleicht noch ganz wichtig ist. Das macht es nämlich etwas einfacher, sie am Leben zu erhalten. Und dann natürlich noch ganz viel Schaden. Und falls wir über irgendein Kätzchen-Baby stolpern mit einem richtig schönen Level, nehmen wir das natürlich noch mit für unseren Trupp. Hier allein, dass die ganzen Raptoren da jetzt schon wieder nachgespawnt sind. Ist doch geil. So levelt man Leute. So. Na gut, Raptoren vielleicht. Rexen wäre noch besser, aber ich glaube, bei Rexen habe ich immer noch gesunden Respekt. Hallo? Moment. Was soll das? Was soll denn das? Arschloch. Machen wir kurz den Stein hier weg. Danke. Also wir gehen jetzt nochmal auf Raptorensuche. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir noch einen Loot-Drop bekommen. Weil uns die Chancen, dass wir halt dabei auch Sattel bekommen für unsere Kätzchen, sind halt relativ hoch. Ich habe ja schon ein paar gefunden gehabt. Ich glaube 2 oder 3 Stück im letzten Verlauf. Moment mal. Ich hätte gerne mehr Life. Danke. Level 18. Es wird langsam. Baby-Raptor Level 15. Mach mit! Gut, scheinbar haben wir noch ein paar Fische erwischt. Egal. Gibt's Schlimmeres. So, den 15er Babyraptor, den lassen wir dann mal am Leben. Das ist ja. Oh, da vorne ist ein Kätzchen. Level 60. Nee. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Ich möchte gerne oben auf unserem Oasisaurus eine kleine Lehmbutze bauen. Vielleicht so auf einer Höhe von... Oh, 95, ne? Ich überlege, eine ernsthafte Bohr mal wieder umzulegen. Ja. Wir gucken. Ach, hier oben hatten wir auch Tylacoleus. Ist doch die Ecke, oder? Das wäre natürlich auch suboptimal. Ich glaube, wenn ich mir das aussuchen dürfte, ob ich gegen einen gut gelevelten Tylacoleo oder gegen einen gut gelevelten Rex mit meiner jetzigen Ausstattung kämpfen würde, wäre es der Rex. So, Leute, lasst uns mal umgucken. Ein bisschen Kristall noch. Ne, eigentlich wollte ich... Oh, Kaktussaft. Lass uns Kaktussaft holen. Hier Holz und Kaktussaft raus? Ne, aus denen nur Holz, auf den großen?
Aber hier, Kaktussaft. Ja. No, machen wir uns den Butze, auf jeden Fall. Was, den kleinen Dinger, habe ich jetzt echt Holz bekommen? Nicht schlecht. Oh, Kaktus. Und solange wir auf dem Oasisaurus selbst drauf hausen, würde ich auch sein Inventar als unser Inventar nehmen und keine Kisten oder so aufbauen. Das macht es mir etwas übersichtlicher. Und ich bräuchte noch einen Kaktus, ja. Danke. Es reizt mich schon sehr, den Jabor mitzunehmen. Gut, wir könnten auch versuchen, Mami einfach zu tamen. Ich hab ja Bolas und Holzknüppel. Ich glaube, man muss es mit dem Holzknüppel machen. Saber, alle beide da. Sehr gut, sehr gut. Oh oh. Gut. Und hier oben habe ich erst angestoßen. So, gebe mir mal das da. Haben wir hier Essen, Trinken? Weil es regnet schon wieder. Wie geil ist das denn? Regnet es hier öfter? Speichern. Blauer Loot Drop. Ich weiß nicht, wie weit weg der ist. Ich bin auch überladen fast. Ach komm. Lass uns mal zu dem Blutdruck laufen und dann über ein Häuschen nachdenken. Ich muss hier echt aufpassen. Oh, Leute. Oh, hier ist tief. Hier ist kalt. Oho, oho, oho. Okay. Auch gut. Mit dem immer. Hä? Hängt ihr am Oasi? Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich so wenig Life habe. Aber egal. So, blauer Loot Drop. Mit Pech können wir den noch nicht holen, weil Level 25 oder irgendwie so ein Spaß. Mehr Ausdauer? Mehr Life und mehr Ausdauer könnte ich mir was geben. Ausdauer, Ausdauer. Wo ist es denn? Ich bin blind. Stamina. Na? Das ist schon eine relativ weite Strecke. Aber ich kann auf dem Rückweg Kakteen mitnehmen. Also egal wie es dreht, es hat sich gelohnt, der Weg.
Bei Kakteen habe ich hier genug. Die 30. Ja. Yeah. Genau. Okay. Hätte ich nie gedacht, aber jetzt kommt der Moment, wo ich mein geleveltes, meinen ganzen Superlevel doch vermisse. Egal. Level 30. Das heißt, ich kann jetzt weiß und grün machen. Okay. Gut, eine Explorer-Note wäre jetzt hilfreich. Beziehungsweise, wenn ich schon mal einen Sattel hätte. Ich kann ja mal gucken, auf welchem Level wir den Sattel machen können. Klingt auch gar nicht so doof. Saber. 37! Ey. Oh. Ho, 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 ho. Das ist okay. Das dauert wohl noch ein bisschen. Oh, ich hab schon wieder Hunger. Oh, ist ja fast Level 30, ne? Jetzt haben wir mit Level 20 freigeschaltet. Missy und die Forge. Ach, cool. Oh. Mysterious Dodge hat ein Update. Oh, hey. Cool. Wo müssen wir was bauen? Ich liebe diesen Visual Storage, müssen wir auch immer wieder hinbauen. Nur halt ergibt das, solange wir auf dem Oasis sind, nicht so viel Sinn. Ich könnte aber auch schon mal Mörser und Stößel legen. Mortar und Pestle. Dann hätte ich gerne Clay. Bark Powder, ganz wichtig. Narkotik, super wichtig. Auch die Adobe-Sachen. Oh, Zement auch gut. Adobe, da habe ich sie doch. Preserving bin? Ja, der ist auch nicht schlecht. Large Storage. Ja, gut. Naja, lernen tue ich sie so oder so. Muss ich ja haben. Adobe-Dinger? Oh, mir gehen die Punkte langsam aus. Okay. Wir brauchen nur noch ein paar Level. Runde. Gut, wenn der Blau schon für Level 30 ist.
kann ich mich von den Roten erstmal auf lange Sicht verabschieden. So. Dann können wir auch gleich noch ein paar Steine kloppen, dann kriegen wir Sand raus. Ja. Dass er da jetzt so rumfliegt, ist ein bisschen doof. Laut. Ja. Ist was. Und Mörser und Stöße. Mortar und Pestle. Mal bitte. So, 73 Clay. Ach, das ist das Wasser. Ich steige immer ab, wenn ich das Wasser berühre. Ja, ja, okay. Oh. Perfekt. Bin ich, kann ich so stehen lassen. Das ist in Ordnung für mich. Die Kätzchen mitkommen. Ja, wir brauchen Sand. Das kriege ich mit der Spitzhacke wahrscheinlich mehr als mit der Axt. Nö. Da. Okay. Ich fand, du warst da echt super geparkt, ja? Egal. Gewicht, Gewicht, Gewicht. Ein paar Steine, bitteschön. Ich habe sogar Eiswürfelkälte. Okay. Das ist eine Ansage. So, dann hätte ich jetzt gerne Fundamente. Ich brauche 80 für eins. Gut. Unangenehm. Ach, das Craften gibt ja auch richtig gut EP. Stimmt, da war ja was. Ah.
21, was haben wir jetzt neu? Ja, das nehme ich doch sofort mit. Oh, warte mal. Ich fange an zu bauen, dann kann ich auch speichern. So, kann ich hier? Ich kann nicht am Rand bauen. Ich muss mitten drauf bauen. Okay. Bingo. Ja, gut. Wo ich denn dann? Dass jetzt hier mal eine Fläche ist. Okay. Wie sagst du, der Grundgedanke ist ja 2x3. Dann muss ich mir wieder Sand holen. Okay, das ist aber lösbares Problem. Oh. Wieder Level Up. Oh, das Ganze craften. Okay, ich muss mal craften. Boah, jetzt kriege ich so langsam Level. Jetzt lohnt sich das auch direkt zu gucken, was freigeschaltet haben. Oh. Ein Skorpionsattel. Oh, ich benötige Sand. Sand, Sand, Sand. Und eigentlich bräuchte ich auch meinen sicheren Weg runter. Bin mir nicht ganz sicher, bin ich jetzt schon öfter dadurch gestorben, dass ich vom Oasi absteige oder durch andere Tiere? Nein. Boah. Der war unangenehm. Stein. Nein, Sand. Das andere Kätzchen hängt schon wieder fest. Hm. Ich würde mal sagen, ich hole mal ein bisschen Sand ran und hole euch dann einfach gleich wieder dazu, wenn wir das zum Lehm weiterverarbeiten, würde ich jetzt mal vorschlagen. So, die Dinge sind passiert. Also ich habe jetzt nicht gewartet, bis ich zu Lehm weiterverarbeitet, sondern ich habe jetzt einfach schon zu Lehm weiterverarbeitet. Es ist doch ein bisschen mehr geworden. Also, was heißt ein bisschen mehr? Also so lange hält das jetzt auch nicht. Aber wir machen uns jetzt mal 3 neue Fundamente, vorausgesetzt wir haben das Material. Passt. Geil. Es gab auch schon wieder ein Level Up, während ich das Lehm hergestellt habe. Das war ganz angenehm. Ja,
Dingern? Gibt echt gut EP. Das ist sehr geil. So, jetzt haben wir die 200 Life erstmal voll. Ist doch schon mal ein Anfang. Level 24, das heißt, die blauen sind ja bald machbar. Ist jetzt hier so typisch ich, ne? Ich finde 2x3 ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen wenig. Oh, herrlich. Das sieht so klein aus. Egal, lass uns erstmal Wände dazu machen. Adobe. Wände. Joa. Sechs. Zehn. Ich brauch 10 Wände. Es fehlt mir nur an Holz dafür. Oh. Das ist natürlich geil. Wir machen hier auch schön mittig den Eingang. Nee, komm, lass uns mal ein bisschen an der Seite. Das hatte ich doch schon mal. Ach so, Gott, falls das falsche Item war. So, 3 Stück noch, ein bisschen Holz, dann haben wir's. Geil. Müssen wir nur den Weg nach unten finden, hier. Holz haben wir hier. Glücklicherweise genug. Moin, Kätzchens. Ich hatte jetzt mit dem Sandholen aufgehört, in dem Moment, wo die erste Axt kaputt gegangen ist. Weil wir den noch nicht reparieren können. Aber wir hatten ja schon eine Ersatzaxt gefunden, soweit. Entsprechend war ja alles entspannt. Jetzt haben wir definitiv einiges an Holz hier. Das ist halt das Geile an diesen Oasen. Also auf Scorch S hier. Man kriegt sehr schnell Holz. So, dann lass uns jetzt mal die letzten 3 Wände machen. Vergrößern können wir uns ja später immer noch. So, ich habe schon wieder ein Level. Stamina. Wir sind jetzt Level 25. Da gab es auch schon irgendwas Cooles wieder, ne? Ah, die Pike. Crossbow. Oh ja. Ja. Blueprint Maker. Convert Structures to Blueprints. Ah. Nicht Spoiler. Ach so, ja. Gut. Ich glaube, dich würde ich gerne noch tauschen gegen einen Fenster. Dann haben wir hier drin zumindest schon. Also, wir haben schon mal einen drin. Fehlt noch das Dach. Haben wir Flachdach? Wenn wir noch eine Etage draufsetzen können oder direkt. Hm. Uns fehlt jetzt definitiv wieder ein Clay. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich schon wieder Sand holen. Aber dann machen wir hier langsam Fortschritte. Ich würde das aber gerne mit diesem Design machen. Oh, Savage Station. Oh.
Oh, schon ein bisschen frech, dass ich das so früh kriege. Aufgrund von irgendeiner Mod ist das mit drin. Upgrade Station. Ach ja, das ist hier das von der Upgrade Station, der Kram. Ich wollte hier Frontier Structures. Zack. Reicht. Sieht nämlich einfach viel besser aus. Als das Ding. Nice. Haben wir. Dach, Belehm. Kann ich noch schlafen? Oder ist schon wieder zu... Hey, weil ich finde, die Lichtverhältnisse sind jetzt gerade doch echt bescheiden. Gut, hat geklappt. Wunderbar. Dann gib mir mal davon was. Wir kloppen noch ein wenig Sand. Wenn wir es jetzt heute schaffen, dass wir die Putze fertig kriegen, also mit dem Dach drüber, dann wäre ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis von heute. Und dann können wir demnächst anfangen, uns die ersten Crafting-Stationen hinzusetzen, im Sinne von einer Werkbank. Dann haben wir die schon mal da, einem Schmelzofen, ganz wichtig. Mir fällt gerade ein, dadurch, dass ich jetzt gerade so langsam level, kriege ich die Chemiepump natürlich auch erst in sonst was. Also ich meine, ich hatte mich ja anfangs immer beschwert, dass ich so schnell so viel gelevelt habe. Ich glaube aber tatsächlich, dass mit dem EP jetzt gerade beim komplett Neuanfang. Es gibt also ein, zwei Punkte, die ich doch sehr stark vermisse, wo ich nochmal drüber nachdenke, ob wir uns vielleicht auch nochmal ein paar EP holen. Wie zum Beispiel auch für die Chemiebank. Ich mochte die Chemiestation echt gerne. Aber die ist wirklich, 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 wirklich ein sehr fortgeschrittenes Exemplar der... Alter. Der Skillungen. Die ist ja doch wirklich weit weg. Irgendwas bei 80 rum, ne? 2 Millionen... Eieiei! Ist eine Ansage. Kätzchen? Sind beide schon so voll. Bitteschön, bitteschön. So habe ich, hat keiner mehr sonst. Stone dürften aber noch bei den Kätzchen mit drin sein. Jo. Boah, 200 habe ich ihm schon reingepackt. Upsi. Sorry. Aber danke fürs Stein schleppen. Ich könnte da unten natürlich noch mal ein bisschen Spaß haben, was Kämpfen angeht. Was sagt denn der Modeler da unten im Level? Okay, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Tut mir leid. Nimm dein Baby. Ich werde gut auf es aufpassen. Wow, macht's mir nicht schaden. Hoi! Tut mir echt leid. Tatsächlich. Ist das eine Chance gewesen? Wie wollte ich mir jetzt nicht hingehen lassen?
Ich bin ja momentan nicht so auf super High Level, was die Pflanzenfresser angeht, bei uns zu Hause. Aber halt, wenn da so ein 147er halt rumläuft und aus unerfindlichen Gründen eine neue Familie sucht, dann wer bin ich denn, um das abzulehnen, ja? Kannst du mir den Kevula auch beim Tragen helfen gleich. Komm, mach's doch einfach jetzt schon. So, du brauchst Zuneigung in 1,5 Minuten. Dann gucken wir mal ganz kurz, was die Schlange dabei hatte. Weil streng genommen benötige ich immer noch eine Metallspitzhacke. Ja, gut. Vor uns ein weißer Strahl. Lass uns mal zum weißen Strahl. Ich hab Durst. Danke. Ach, bin ich gerade froh, dass wir ihn haben. Kiss mir das gerade ein bisschen zu ruhig hier. Oh, Metall. Oh ja. Komm her. Ist das so schönes? Ein Kochtopf und Kleinscheiß. Nein, 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 nein. Du bist fertig ausgewachsen. Okay, ich habe das mit dich Liebhaben vergessen. Heieiei. Da war das der besagte Herkuleo-Zwischenfall. Ja, ich hab's angesprochen. Oh, da hinten ist noch einer. Level 15. Lass uns mal wieder runtergehen. Nehmen natürlich noch mal ein bisschen Metall mit. Oh. Ja, wir haben's. Wollt ihr die Sand holen, damit wir unser Dach fertig machen? Was habe ich jetzt gemacht? Ein Blutschrei geholt? Metall am Looten? Thylakoleo-Kampf überlebt? Und ein 147er Morela-Tops aufgenommen. Geil. Brauchst du definitiv was zu essen gleich noch. Level up! Nice! Ich hätte die gerade wieder gerne alles. Ah, ist okay. Wir lassen das jetzt anders so stehen. Ich bringe die Sachen nach Hause. Dach werden wir jetzt so heute nicht fertig kriegen, weil ich müsste den ganzen Kram jetzt auch noch zum Leben weiterverarbeiten. Dazu fehlt mir jetzt gerade ein wenig die Muße. Oh! Gratis Schlange. Danke, Dödi. Oh, ein 35er. Gar nicht so schlecht. Welches Level bist du denn? 70. Hm. Cool. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.